Aha, super. 19 Frames. 22, keine Ahnung. Ah. Fraps zerschießt mir gerade die Framerate, aber das wird uns nicht stören, weil ich mache jetzt mal ein kleines abschließendes Video von unserem schönen Schlösschen, das wir gebaut haben. Und da werde ich auch nicht viel erzählen. Ich werde einfach nur hier so rumstockeln. Hier so. Mit billigen, langsamen Ladesequenzen hier. Ja, dann warten wir, bis der Garten hier geladen hat. So. Das Haus ist nicht weitergebaut worden. Ich weiß nicht, wie weit das bei dem letzten Video aussah. Auf jeden Fall, ich kann einmal außen rumfliegen. Hier, wo das kleine Häuschen steht, sollte eigentlich hier so in O-Form das große Hauptgebäude stehen, mit einem riesen Platz in der Mitte, mit Springbrunnen und so. Noch weiteren steht es aber nur so ein kleines Häuschen hier. Hat auch die tollen Teppichböden wie das große. Und hier mit dem schönen Vorgarten und dem Zierbrunnen. Der Straße, die durch das Gelände führt, und den Parkplätzen, dem Brunnen, der Leiter, der Treppe. Und wenn die Seitenflure noch laden, können wir hier noch die schönen Wiesen mit ein bisschen Busch, oh, nicht so ruckeln, an den letzten Außengebäuden sehen. So. Außen habe ich alles so aufgefüllt, werdet ihr auch gleich auf der kleinen Karte sehen, wie so mit Bäumen so. Abschließend so der Wald, der dann außen ist. Vielleicht hatte vielleicht einer schon dran gedacht, aber das alles hier ist wirklich abgebaut. Die Grundform ist nicht eins zu eins. Also hier die Mauern sind nicht gleich und die Sockel sind nicht gleich. Aber die Form zum Beispiel von dem Garten hier habe ich mir so abgeguckt. Dieses große pillenförmige, wo die Springbrunnen sind und wo Plätze sind und wo Wiese ist und so, habe ich mir alles abgeguckt. Fliegen wir mal in der Mitte drüber, bis zum großen Brunnen. Ah, sieht man schon die Karte im Hintergrund. Im Untergrund. So, hier. Hier ist der große. Oder die große Gartenanlage. Sehr viel Arbeit. Ein ganzer Abend habe ich dran gesessen und versucht, das zu kopieren und richtig zu kriegen. Es war immer so ein kleiner Fehler drin, aber zum Ende hat es funktioniert. Hier außen immer die großen Wiesen und überall die Wege, die da durchführen. So. Dann hier die Zierstreifen, die nicht original sind, aber dieser Bogen ist original. Das, was dann danach kommt, habe ich einfach aus nicht Langeweile aus. Ja. Ich hatte einfach nicht die Geduld dafür, das jetzt nachzubilden. Deswegen habe ich einfach hier so zwei symmetrische Streifen hingemacht. Auf beiden Seiten übrigens ist in die Richtung alles gespiegelt. So, in der Mitte der große Brunnen. Da eine der ersten Sachen war, die gebaut wurden. Ich würde sagen, hier, das war Tag 3. Hier haben wir so an Tag 1 gearbeitet. Hier der Wassergraben. Gleich kommen wir auch dahin, wo wir angefangen haben. Und zwar hier dieses Ei, was eigentlich rund sein sollte und wo ich eigentlich nur einen großen, runden Springbrunnen machen wollte, ist mir dann das hier passiert. Weil wir im Internet halt geguckt haben, was könnten wir bauen, wie könnten wir es nachmachen, was sieht gut aus. Ja, da kann das das. Also von da hinten sind wir dann hier rüber, haben das hier fertig gebaut, das Ring ja ruckzuck mit World Edit ist das ja rucki-zucki gemacht. Und dann kam der Platz hier, den Platz habe ich schön so mit Hand die Ränder gemacht und in der Mitte alles ausgefüllt. Der Brunnen kam am dritten Tag, hier haben wir uns dann hintergearbeitet, am zweiten Tag so, hier das kleine Eck, was ich hier gemeint habe, war dann am zweiten Tag. Hier an der Seite, das war schon fast am Ende. An der Seite hier habe ich diese Vierecke gemacht, wo jetzt die tollen Figuren von uns drin stehen. Der große Steffen. Ich kann mich ja mal rumdrehen. Eins zu eins nachgebaut.
von demjenigen, der mit mir die Karte gebaut hat. Der aber nicht genannt werden will. Ja, auf der anderen Seite. Also die Figuren waren die letzten Sachen, die wir gebaut haben, so aus Spaß, weil wir mal wieder was machen wollten. Ja, hier. Die ominöse Person mit zensiertem Namen. Also jetzt nochmal der Reihenfolge. Zuerst das hier, dann haben wir die. Da habe ich so ein bisschen gebaut, hier so, keine Ahnung, so 10 Blöcke weit. Dann war nur noch Natur. Natürlich habe ich immer überall planiert, die ganzen Berge weggemacht, alles schön gerad gemacht. So. Dann haben wir hier weitergebaut, haben hier Platz gebaut. Dann hier hinten den Teil mit den dem tollen Muster auf dem Boden und dann kam der Brunnen. Nach dem Brunnen habe ich dann das hier rüber kopiert und dann ging es weiter mit den großen Gärten. Dann das große Haus. Dann kamen die Gärten nebeneinander. Dann hinten so ein bisschen hier mit Wiese und dann habe ich hinterm Haus die Straße gebaut und ein kleines Haus. Nach dem kleinen Haus bin ich schon hierher. Habe erstmal hier den Wassergraben in die Richtung ausgebreitet und dann hat das angefangen hier mit dem hier, das, diese Wege hier so schräg zu machen. Das war ein Haufen Arbeit mit der Schaufel, ihr kennt das vielleicht, der Befehl Brush, dass man dann Wrestling macht und auf dem Boden unter einem, da oder da wo man hinzielt, erscheint dann halt der Gegenstand Kies oder Stein oder so. Und dann musste ich hier so gerade, also gerade, genau 45 Grad in diese Richtung hier fliegen, dass das sich nicht links oder rechts verschiebt. Das war, ach, das war nervenaufreibende Arbeit. Ach, die. So, hier links steht nichts. Das sind ja Vierecke. Hier links steht nichts, aber hier rechts haben wir uns dann nochmal ein bisschen Mühe gegeben oder ein bisschen was gemacht und haben das Pferd, das wir hier gebaut haben, Rüdiger genannt. Eigentlich wollte ich es ja so bauen, dass es so springt und so schräg nach oben und die beiden Vorderpfoten so in der Luft und strampelt. Aber das war mir dann zu viel Arbeit, diesen schrägen Körper da zu bauen. Das kam am Schluss, das Pferd kam am Schluss. Zuerst unsere zwei Figuren und das Pferd. So, was habe ich hier hinten gebaut? Ich habe den Wassergraben weitergeführt. Bis zu dem großen Wassergrabenkreis. Genau, hier sind die Brücken. Brücken verbinden hier den Kreis. Ich fliege mal einmal außen rum. Vielleicht sieht man am Ende ganz. Das wäre wunderschön. Da wenig zu rendern, weil hier habe ich keinen Wald mehr gemacht. Eigentlich müsste man hier so pizzaförmig den Wald reinsetzen, damit es schon ziemlich realistisch aussieht. Aber wir belassen das jetzt so. Also der Server läuft bald ab und dann lasse ich das einfach so vergehen. Ich nehme da auch kein Save-Game oder sowas mit. Ich denke, die Videos sind lang und sind genug Beweis, dass wir uns hier so viel Mühe gegeben haben. Hat ja auch ziemlich lange gedauert. So. Immer so bröckelchenweise, so ein paar Monate lang. 2 oder 3 Monate, glaube ich, haben wir so ein bisschen was gearbeitet und dann irgendwann kam das Große hier raus. So. Jetzt haben wir den großen Kreis hier fertig. Wir können ihn wirklich sehen. Super. Und hier dieser goldene Punkt, den habe ich für World Edit genommen. Und natürlich gleich in die Mitte vom Haus gesetzt. Das war, fand ich ziemlich gut. So, keine Ahnung, so der Mittelpunkt des Kreises in der Mitte des Hauses. So. Richtig gut. Ja, hier vorne dran so ein kleiner Brunnen, wie beim großen Haus. Ich habe gleich mal abgeguckt und eingekupfert. Und hier ein Springbrunnen, den ich da gebaut habe. Ja. So, und abschließend würde ich sagen, gehen wir mal kurz zur Karte. Dann könnt ihr das alles mal von oben sehen. Wenn der Server mich lässt und nicht so viel rumleckt. Da war's. Hab's schon gesehen. Das Eingangsloch in die Höhle. Zack. Jetzt sind wir unten. Das ist das komplette Werk. Der Rest ist ein bisschen wenig, weil da die Karte halt nur bis hierhin geschnitten, aber links ist so viel Wald. Ja, dann sehen wir halt von unten nach oben den Kreis.
Hier habe ich noch nicht neu gerendert. Dann müsste hier auch Wald drin sein, ein bisschen. Ich glaube, hier oben fehlt noch. Oh ja, Cave Sound noch lauter. Ah, man sieht es schon ziemlich gut. Ja? Hier die Wiesen mit Blumen und hier die Gestrüppe. Büsche. Ziemlich gut gelungen. Ja? Ist alles symmetrisch? Was meint ihr? Ich glaube schon, ja. Wohl hier unten, ja, da ist ein bisschen Bäume drüber gewachsen, das sieht man nicht. So. Ja, da habe ich noch ein bisschen experimentiert hier mit Kartengrößen, groß, klein, bla bla. Ja, auf ganz klein. Ich glaube 1 zu 8 ist es oder so. Ja. Dann verabschiede ich mich hier schon wieder. Das letzte Video von unserem Projekt. Vielleicht machen wir ja nochmal was, wenn uns langweilig ist. Hoffe ich, es hat euch gefallen. Mal ein bisschen rund zu fliegen. Oh, hier fehlt sogar noch Sand im Brunnen, ne? Ja. Naja. So. Macht's gut. Tschüss.